Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einer neuen Aufnahme eines mal neuen Spiels. Ich will es einfach mal probieren und ich hoffe, dass die Aufnahme gut ist. Schon sehr lange jetzt nicht aufgenommen, einige Updates rausgekommen, einige Spiele haben sich geändert, mein Spielverhalten hat sich geändert. Was noch dazu kam, natürlich anstrengende Arbeit, also wirklich teilweise sehr, sehr anstrengende Arbeit. Dann ist man froh, wenn man nach Hause kommt, sich mal ein paar Folgen auch YouTube einziehen kann, was ich mir gerne angucken möchte. Dann hat man natürlich noch ein bisschen Privatleben und dann geht es auch schon wieder ins Bett. Was aber jetzt bedeutet, ich möchte euch ein Spiel präsentieren. Und zwar heißt es Crossout. Crossout denkt jeder, so ein blödes Autospiel, habe ich tatsächlich auch am Anfang gedacht. Und man musste mich hart überreden, dieses Spiel überhaupt mal zu spielen. Inzwischen suchte ich das ganz schön und es ist wirklich gut. Ich erkläre erstmal ganz kurz, wie man in dieses Spiel einsteigt, obwohl ich natürlich schon ein bisschen weiter bin. Aber für euch, damit ihr eine Ahnung habt, was man hier machen muss, wie das Spielprinzip ist, welche Optionen man hat. Und ich denke mir, einige Optionen werdet ihr auch im Laufe des Spieles dann noch sehen. Und wenn euch das gefällt, vielleicht werde ich hier ein paar Folgen dann auch nochmal davon aufnehmen und hochladen. Das Ganze hat nämlich das Problem, dass, wie gesagt, ich es nicht nur aufnehmen muss, sondern auch hochladen muss. Und dafür fehlt tatsächlich oft die Zeit, oft die Leistung, wie gesagt, schwache Internetleistung. Deutschland lässt grüßen, Digitalisierung. Und ich zeige euch jetzt trotz allem erstmal, worum es hier geht. Ihr seht, ich habe ein kleines Fahrzeug schon mal vorbereitet. Warum, erzähle ich euch gleich. Fangen wir erstmal an. Hier oben hat man verschiedene Reiter. Das ist die Galerie. In dieser Galerie kann man Fahrzeuge bauen. Man kann in ein Gefäß reingehen oder einfach mal sein Fahrzeug ein bisschen testen. Falls man es möchte. Man möchte ja auch mal sehen, hat das alles funktioniert, wie ich es möchte. Ich gehe aber auf jeden Punkt erstmal drauf ein. Zuerst erstmal die Fraktionen. Das sind die Fraktionen, die es momentan zu spielen gibt. Wie ihr seht, ich bin hier Level 30, hier Level 11, hier Level 10, hier Level 10, hier Level 2, hier Level 8, hier Level 10. Warum sind zwei orange? Engineers, in dieser Fraktion ist man immer drinne und man kann sich einer dieser Fraktionen zusätzlich aussuchen. Wenn man hier Level 10 erreicht hat, darf man diese Fraktion benutzen. Was Grund ist, warum ich hier 11, 10, 10 bin und hier nur 2, 8, 10. Gehe ich aber gleich weiter drauf an. Engineers, hier gibt es Bauteile zu bauen. Hier gibt es unter anderem Münzen zu bauen, die man eben halt für ein Gefecht brauchen kann. Ihr seht, ich habe schon ein paar Ressourcen mir zusammengesammelt. Sollte man sterben, hat man einen freien Respawn. Jeder weitere Respawn kostet Geld, das ist das hier oben, oder eben halt diese Münzen. Diese Münzen kann man sich eben halt basteln. 50, also hier 300 Schrott plus 90 Kupfer kostet 5 Münzen. Zusätzlich so ein paar Standardsachen kann man bauen. Das ist Standard. Zudem gibt es die blauen Sachen. Das sind die gewöhnlichen. Ne, das sind die seltenen, heißen die hier. Hier gibt es zum Beispiel schon die Little Boy oder die Schrotflinte. Diese Waffen muss man sich alle leveltechnisch freispielen. Da ich sie schon freigespielt habe, mit dem Level 30 Prestige 8 bin ich, glaube ich, inzwischen. Sind sie halt freigespielt. Werkbänke bedeuten, jedes Teil, was man baut, verbraucht eine Werkbank. Möchte ich hier ein Teil bauen, muss ich 5 Coins bezahlen, um einen dieser Teile bauen zu können. Dann klicke ich hier rauf, brauche ich diese Sachen und dann kann ich es konstruieren, dann wird es gebaut. Es kostet Zeit. Und zwar genau zu sein für, ich gehe mal in eine andere Fraktion, um es hier besser zu verdeutlichen. Blau kostet eine Stunde, lila kostet 6 Stunden und legendär habe ich noch nicht gebaut. Ich weiß noch nicht, wie lange das geht. Aber auch das wird man irgendwann rauskriegen. Ihr solltet euch am Anfang erstmal hier bis Level 10 reinspielen. Wie gesagt, hier gibt es ja auch ein paar nette Waffen, die man sich zum Beispiel so vorbauen kann, wenn man es möchte. Und dann kann man in einer dieser Fraktionen zusätzlich reinjoinen. Je nachdem, was man spielen möchte, gibt es eben halt die Nahkämpfer. So nenne ich sie mal. Ein bisschen Raketen, ein bisschen Schrotflinten und Nahkampfwaffen. Dann gibt es die Normanen. Hier hat man eher so die Geschosse aller, wie heißen die nicht? Damit ich jetzt nichts Falsches sage. Ja, das hätte ich nämlich fast gesagt. Das ist so die eher in diese Richtung Technik. Technik, Strom, Technik. Hier ist Maschinengewehre am Anfang eben halt drin. Aber wie man hier sieht, auch schon Radar. Diese Radar brauchen, komme ich auch später auf, zum Beispiel einen Strom. Die anderen brauchen halt null. Hier hat man Flugdrohnen. Hier kann man sich unsichtbar machen. So ein bisschen Stromspielereien. In der letzten dieser drei Fraktionen, die ihr am Anfang wählen könnt, gibt es dann die Judge. Das ist dann eben halt eine große Kanone, eine verbesserte. Ein Bohrer für Nahkampf. Radar, braucht keinen Strom. Reifen und Turmdrohnen. Und wieder ein Motor. Im Großen und Ganzen gleichen sich diese Fraktionen
was die Balancing geht, von wegen so ein bisschen Nahkampf, ein bisschen ja da, ein bisschen hier und da, fast alle ein bisschen, jeder ist aber unterschiedlich und es geht darauf hinaus, dass es tatsächlich unterschiedlich wird. Denn es gibt ja danach die Lilanen, die muss man sich dann auch noch frei spielen und hier gibt es dann schon verbesserte Waffen, die dann zusätzliche Fähigkeiten haben, wie in Gelb hier unten weiter angezeigt, also unter diesen Daten seht ihr das, zwischen den unteren, was man braucht und den Anzeigedaten, das Lilane, fügt alle 40 zurückgelegte Meter, erhöht sich der Waffenschaden um 25%, addiert sich bis zu 4-mal. So, und dann wie ihr seht, hier, das sind die ganzen verbesserten Sachen, wofür man dann auch schon mehr Ressourcen braucht. Am Anfang habt ihr gesehen, braucht man Schrott, Kupfer, hier braucht man schon Drähte und Plastik. Plastik ist höllisch teuer momentan. Es ist eine Währung, die neu eingeführt wurde. Als wir angefangen haben zu spielen, gab es Plastik noch nicht. Das wollte ich am Rande mal erwähnen. Und dann gibt es am Ende die legendären Waffen, wofür man dann Schrott, Elektroteile, Kupfer und Batterien braucht. Ihr seht, ein paar Sachen habe ich schon zusammengesammelt im Laufe der Zeit. Und ich habe noch nicht eine legendäre Sache verbraucht. Wie gesagt, dasselbe gibt es dann hier. Scharfschützenwaffe, stärkere Motoren, Kühler, bessere Miniguns, Ketten. Hier gibt es dann schwere Geschütze, gepanzerte Geschütze, Granatenwerfer, schwere Motoren, selbstlenkende Raketen. Und das Ganze spiegelt sich dann hier nochmal geupgradet wieder. Hier gibt es ein paar bessere Reifen und ein paar Türme. Hier geht es dann eben halt schon, kann man sich so Laufbeine bauen mit Raketen, die man selber lenken kann. Mit Plasmawerfer, Augen, also ein Glubschaugi, der anzeigt, wo die Schwachstellen vom Gegner sind. Hoover-Dinger, ähnlich wie die Beine, Alternative, hiermit fliegt man so ein bisschen über den Fußboden, Hoover-Fahrzeug halt, Laser, ein Schutzschild, ein Standschutzschild, hier gibt es dann eben halt so einen Stromwerfer, also der schaltet, der macht den Gegner, dass er langsamer aufladen kann, langsamer fahren kann, er kriegt Schaden, macht Raketen weg in der Luft und Boden fallen weg. Dann gibt es ein Schutzschild, ein mobiles Schutzschild, was immer auf dir selber drauf ist, sondern für eine gewisse Zeit, und zwar genau zu sein, steht das hier wie lange? Na, steht natürlich nicht da, ein paar Sekunden an ist und dann werden vor allem nicht Projektilwaffen, also keine Kugeln vor allem abgewehrt. Und natürlich der höchste Generator, den es gibt, 4 Strom. Wie gesagt, auf Strom komme ich später ein. Hier dasselbe, mit einer der besten Reifen, das sind die Bigfoot-Reifen, damit Nahkampfwaffen sich durchdrehen, explosive Pfeile, Motoren, so Schrauben, auf denen man fahren kann, die dann Gegner Schaden machen. Wenn sein Fahrzeuggehülle explodiert, kriegt man ein feines Fahrzeug, was sich sprengen kann. Benzin zum Werfen und ein Enterhaken, um den Gegner an sich ranzuziehen. So, und hier gibt es dann eben halt nochmal einen Flammenwerfer und so kleine Reifen, die wegfliegen und die explodieren dann beim Gegner mit so 200 Schaden. So, das sind erstmal die Fraktionen. Jetzt habe ich ja schon zwei, dreimal erwähnt, dass es Strom gibt und da gehe ich jetzt einfach mal auf den Bau ein. Das ist mein Fahrzeug. Wie ihr hier rechts sehen könnt unten, habe ich 8 von 8 Strom verbraucht und 13 von 80 Bauteilen verbraucht. Am Anfang habt ihr relativ wenig Bauteile, ihr könnt wenig bauen, ihr habt kaum Teile. Umso höher ihr im Level kommt, desto mehr dürft ihr bauen. Dieses Chassis, seht ihr, hat die obere Werte, maximale Geschwindigkeit, so als Balken, damit ihr wisst, wie schnell kann das Fahrzeug fahren, hat eine Leistung, das ist die Beschleunigung, hat eine Tragfähigkeit, das bedeutet, so viel Bauteile werden eben halt... So viel Gewicht wird nur alleine vom Chassis verteilt, wobei das maximale Gewicht nicht 7000 überschreiten darf. Es war halt wahrscheinlich, habt ihr es jetzt gerade nicht ganz verstanden. So, hä, was mir mit Gewicht? Stellt euch vor, ich habe dieses Chassis hier unten auf, hier unten drauf und habe die Räder. Die Räder seht ihr schon, halt geben nochmal Tragfähigkeit dazu. Lassen wir erstmal weg. Ich habe das Chassis, das hier unten auf so ein Chassis unten drauf und habe Räder, die keine Tragfähigkeit dazu geben würden. Würde bedeuten, solange ihr keine besseren Räder dran habt, dürft ihr maximal 3000 Kilo draufpacken. Dieses ganze Gehäuse kann aber nur bis zu 7000 Kilo überhaupt transportieren, egal wie gut die Reifen sind. Reifen geben aber zusätzliche Tragfähigkeit, haben aber auch Gewicht. So, dann hab ich hier so vorne einen kleinen Kühler, ich habe ein paar Waffen dran und hier hinten so ein paar Teile, blau, blau, blau. Also ihr seht schon eigentlich ein relativ kleines Fahrzeug. Dieses Fahrzeug hat eine Powerscore von 2262. Bedeutet, ich werde mit Spielern nur zusammenspielen, die ungefähr in meinem Level hier oben sind, als auch in diesem Powerscore drin sind. Das heißt, ich werde keine 10.000er, 12.000er Gegner kriegen, wenn ich mit 2.000 durch die Gegend fahre. Wie baue ich ein Fahrzeug? Ja, ich war hier schon drin. Wie ihr seht, ich kann einfach mit Linksklick den Reifen abbauen. Ich könnte jetzt einen anderen Reifen ranbauen. So baue ich den wieder ran. Wenn ich jetzt hier hinten die Wand abbaue, seht ihr schon die Teile, dann sieht man, wo es befestigt wird. Das entspricht diesem gelben.
kann ich einfach ranbauen. Für mich ist das jetzt ein bisschen zu hoch. Ich setze ein bisschen tiefer. Ich kann auch einfach die linke Maustaste drücken, dann ist das Rädchen weg. STRG-Z ist es wieder da. Wie baue ich denn überhaupt ein Fahrzeug zusammen? Indem ich in mein Inventar gehe. Wie ihr seht, ich habe schon ein ganz klein bisschen mehr. Ich bin noch teilweise schon am Bauteillimit angekommen. Wähle mir hier ein Teil aus, setze dann ein Gehäuse da drauf, baue Räder da dran. So wie ich mein Fahrzeug gerne hätte. Und dann fahre ich los. Dann kann ich schießen. Sieht ungefähr so aus, wie ihr seht. Ich habe unten momentan nur eine Taste belegt. Maschinengewehr. Und hier unten so eine Schrotflinte. So, das ist so momentan das kleine Fahrzeug. Gehen wir zu den weiteren Teilen. Es gibt ja nicht nur die Fraktion, es gibt auch einen Markt. In diesem Markt kann man sehen, was die Preise für einzelne Teile sind. Man kann sich einzelne Sachen holen. Es gibt Sachen, die besonders selten sind, wie zum Beispiel das hier. Warum auch immer, das ist jetzt nicht das beste Gehäuse, glaube ich. Obwohl, liefert 10.000, das ist schon mal nicht mehr schlecht, Maximalgewicht. Und ist nicht besonders groß. Erhöht die Genauigkeit aller gebauten Waffen um 20%. Klingt cool, ist aber relativ teuer. Mit 2.700 entspricht das schon fast einer legendären Waffe. Also das ist schon für Lila echt hoch. Wie gesagt, Plastik, relativ teure Währung. Und hier kann man sich so ein bisschen durchklicken. Man könnte zum Beispiel sagen, ich habe nicht genug Schrott. Kann man nach Schrott suchen und kann sich hier theoretisch Schrott dazu kaufen, falls man es möchte. In den Angeboten sieht man alles, was man selber eingestellt hat. Und die Verkaufsliste ist einfach eine Liste, für was man wann verkauft hat. Lager, hier sind alle seine eigenen Sachen drin, die man besitzt. Im Shop, falls man nicht warten möchte, kann man für Geld Coins kaufen. Muss man nicht. Man kann dieses ganze Spiel spielen, ohne einen einzigen Euro zu investieren. Hier oben gibt es dann immer so ein paar Testfahrten, die man mit Fahrzeugen machen kann. Hier seht ihr schon das neue Gehäuse, was da drin ist. Das ist wohl gemacht worden, weil neue Season, neues alles. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich genau hier in die Pakete reingehen. In diesen Paketen gibt es so unterschiedliche Pakete. Ab und zu gibt es dann auch mal ein Event, wo die Sachen günstiger sind. Irgendein Ereignis. Man kann sich auch nur Coins dazu kaufen. Falls man es möchte. Relativ teuer, muss man dazu aber sagen. Ja, dann gibt es noch den Scanner. Habe ich noch nie ausprobiert. Für 10 Euro kriegt man wohl neue Aufgaben, falls man es möchte. In der Galerie kann man sehen, was andere Leute gebaut haben. Von TIE Fightern abgesehen über einfach nur blöde Schriften, wo Fahrzeuge überhaupt nichts können. Genauso wie hier blöde Schriften. Über richtig cool gedesignte Fahrzeuge, über richtig starke Fahrzeuge. Meine Empfehlung, geht nicht hier rein. Warum sage ich das? Ihr macht euch das Spiel selber kaputt. Es gibt die ganzen Idioten, die einfach überhaupt nichts geschissen bekommen und sich ein und dasselbe Fahrzeug immer wieder runterladen und dieses spielen. Und dann spielt man viermal gegen dasselbe Fahrzeug. Das sind die absoluten Verlierer in meinen Augen, aber sie wollen halt einfach nur gewinnen. Kann man nichts gegen sagen, ist legal. Leider für mich die schlimmste Funktion, die es gibt. Ohne diese Funktion wäre das Spiel viel, viel besser, würde auch bei mir eine deutlich bessere Note bekommen. Was soll's. Am Ende gibt es die Seasons. Wie ihr seht, eine Season habe ich abgeschlossen, in einer bin ich dabei und in der anderen, die habe ich momentan nicht aktiv. Was bedeutet diese Season? Ab Level 10 in Engineers. Könnt ihr diese Seasons markieren? Dann steht hier drauf, wenn ihr diese hier begonnen habt, dann ist hier unten anders. Bedeutet, ihr müsst mit einem Geschütz spielen und in einem Raid 6-mal gewinnen. Raids erkläre ich später. Genauso wie Missionen erkläre ich später. Wie ihr seht, sind einzelne Aufgaben und dafür kriegt ihr Belohnung. Hier unten kriegt ihr dieses Zeichen, dieses Eck, dieses Sechseck. Sind 25 Schrott, 50 Schrott, 50 Schrott, also das waren 25, hoppla, 75 Schrott, 75 Schrott, 150 Schrott, 150 Schrott, 200 Schrott. Und wenn man das letzte abgeschlossen hat, kriegt man hier als Belohnung nochmal 300 Schrott. So kann man sich einfach durchspielen, genauso wie hier ein paar Aufgaben. Hier heißt es zum Beispiel Spiele mit Maschinengewehr und in Mission. Und hier hinten müsste ich jetzt spielen. Ich müsste Raids spielen und müsste mit ungelenkten Raketen. Und wenn ich 8-mal gewonnen habe, kriege ich 25 Elektroteile. Geht am Ende darum, dass ich hier so eine geile Kiste bekomme, in dem ein episches Bauteil drin ist. Warum, sage ich jetzt, habe ich dieses hier aktiviert und bin hier? Das seht ihr an meinem Fahrzeug. Hier ist ein Maschinengewehr. Das bedeutet, wenn ich mit diesem Maschinengewehr in Mission spiele und viele Leute töte, wird mir das halt angerechnet. Denn die Aufgabe sagt, ich muss 20 Spieler töten. Damit ich schneller töte, habe ich eine Schrotflinte oben drauf gebaut. Hat Vor- und Nachteil. Vorteil, ich töte schneller. Nachteil, sie ist Kurzdistanz. Nachteil, wenn mir die Maschinengepistole, hier das Maschinengewehr abgeschossen wird, kann es sein, dass das hier oben nicht angerechnet wird. So, aber das ist nur am Rande.
Viel, viel, viel geredet. Es gibt hier noch einen Leviathan, den ich momentan leider nicht ausbinde. Damit habt ihr dann die Möglichkeit, ab Level, ich weiß es nicht, 15 ist das, glaube ich, ein Fahrzeug zu bauen, mit dem ihr 65 Strom habt und ein Bauteil von 65 Teilen, glaube ich. Und ihr könnt da ganz viel Gewicht draufhauen. Das könnt ihr losfahren lassen. Und wenn ihr dann, es gibt nämlich einen Leviathan-Kampf hier, Leviathan spielt, dann könnt ihr gegen diese Fahrzeuge spielen. Gegen andere. Gewinnt das Fahrzeug, kriegt er Kupfer. Gewinnt ihr, kriegt ihr ganz viel Kupfer. Hier oben sind die Missionen, das ist ja das, worauf ich eingehen wollte, wo man unterschiedliche Sachen kriegt. Hier kriegt man eben Schrotflinten, Kühler, Radar und oder ein Zufallsteil und Schrott. Hier kriegt man so ein Gehäuse, ein Rad, ein Zufallsteil und Schrott. Also einer dieser Teile und Schrott. Hier kriegt man einer dieser Teile und Schrott. Hier kriegt man Drähte. Hier kriegt man Batterien. Und hier kriegt man einfach nur Schrott. Das sind Raids. Das hier alles sind Raids. Das hier sind Missionen, in denen man, wenn man eben halt neunmal irgendwas wird, das ist die Bedingung, kriegt man so eine tolle Kiste. Für Belohnung für Erster kriegt man hier so eine kleine gelbe Kiste, da kann dann irgendein kleines weißes Teil oder so drin. Es gibt die 1er Raids, das sieht man an so einem Stern, es gibt die 2er Raids, das sieht man an 2 Sternen und es gibt 3er Raids, das sieht man an 3 Sternen. Wobei auch hier zum Beispiel ist Verfolgungsjagd im 2er Raid und hier ist Stahlwiege im 3er Raid, in 23 Minuten geht das Ganze noch. Und dann muss man sich überlegen, möchte ich Schrott sammeln und Mission spielen, weil das die Aufgabe sagt, oder möchte ich Raids spielen? In diesem Raid kriegt man hier zum Beispiel Plastik und so komische Coupons, kostet aber 40 Benzin zum Spielen. Das ist dieser grüne Tropfen, den ihr seht. Ihr habt jeden Tag 200 Benzin frei zum Verfahren. Danach wird es einfach auf 200 Benzin wieder aufgefüllt. Wenn ihr es nicht verbraucht habt, habt ihr selber Schuld. Das heißt, ihr könnt für 200 Benzin Raids hier fahren und versuchen, irgendwelche Teile zu gewinnen, je nach Schwierigkeitsstufe. 1 ist besonders leicht, 3 ist extrem schwer. Zudem es unterschiedliche Typen an Raids gibt, da müsst ihr euch einfach mal durchspielen, was euch besonders liegt mit eurem Fahrzeug und mit den Saisons am besten zusammenpasst. Und dann könnt ihr ordentlich Teile farmen und davon euch Sachen kaufen und beziehungsweise bauen. Bauen tut, habe ich euch ja schon erzählt. Und dann würde ich mal einfach sagen, wie gesagt, kann man einfach sagen, auf ein Gefecht losgehen und los geht's. Und ich würde sagen, in... Ja, in der nächsten Folge zeige ich euch einfach mal einen Fight oder so. Das sollte jetzt einfach nur eine Erklärung sein, ganz kurz zusammengefasst, wie baue ich ein Fahrzeug mit Bauteilen an der Seite, mit Rädern dran. Ihr könnt auch mehrere Räder dran bauen, ihr könnt auch ganz, ganz viele Gelenkräder dran bauen. Es müssten nicht nur zwei Gelenkräder vorne sein, ihr könnt auch zwei vorne, zwei hinten bauen. Mit könnt ihr Ketten dran bauen, ihr könnt auch alles wild kombinieren. Wenn es nicht gehen sollte, merkt ihr es, indem ihr sagt, fahren. Und dann entweder passiert nicht das, was ihr wollt, oder unten das wird rot, oder ist wie es eben, weil ich zum Beispiel hier nicht nach unten schießen kann, einfach, seht ihr, dann wird es rot angezeigt, funktioniert nicht. Und dann habt ihr irgendwas falsch gemacht. Und so würde ich sagen, probiert ihr das einfach mal. Und wie gesagt, in den nächsten Folgen zeige ich euch, glaube ich, mal 1-2 Fahrten, wenn ihr davon natürlich gerne was sehen wollt. So, danke dafür als Erklärung zu Crossout. Dieses Spiel macht wirklich Spaß, hohes Suchtpotenzial, tierisch Laune. Achso, hier unten, das will ich noch ganz kurz erklären. Hier könnt ihr einstellen, auf welchen Tasten was sein soll. Hier könnt ihr so eine linke Maustaste, 1 und 2, die Taste 1 und 2 oder F oder Steuerung ist das. Früher war es F, jetzt ist es Steuerung, deswegen funktioniert beides. Steuerung wird angezeigt. Ja, hier könnt ihr eure Fahrzeuge speichern, bis zu 4 Stück könnt ihr euch speichern und hier habt ihr Info über euer aktuelles Fahrzeug. So, das dazu. Wie gesagt, danke fürs Zugucken. Ich hoffe, das Spiel gefällt euch. Probiert es einfach mal aus. Ich zeige euch in den nächsten Folgen, wie das Spiel funktioniert, warum es Spaß macht, was man machen kann und danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Euer Nero. Tschüss.